Also man wird sich ja wahrscheinlich sehr leicht verlaufen. Möchte ich jetzt mal anmerken, denn ich weiß gerade nicht so richtig, von wo ich kam und wo ich hin muss. Mal, von da komme ich. Also da war ich vorhin schon, das war das mit Frostless, wo es das Frostity gibt. Okay. Da geht's schon mal nicht weit her. Also gehen wir jetzt über den Frostete-Weg nach unten und gucken einfach mal, wie weit wir nach unten können. Weil ich dachte vor uns, ich hätte gesehen, also ich dachte, dass ich vor uns gesehen hätte, so rum, dass das doch schon ein ganzes Stück nach unten ging noch. Vielleicht treffen wir da Trauguran. Vielleicht. Sackgasse. Werden wir ihn heute noch finden. Unser Drachenbrudi. Leute. Übrigens tut es mir leid, wenn das alles ein bisschen dunkel ist, ja, aber. Warte mal, vielleicht könnte ich noch das tun. So. Nee, wohl nicht. Auch nicht viel. Nein, das war nur Spaß. Lass mich in Ruhe. Ich muss jetzt echt ein Fahrrad nehmen. Mir geht's echt nicht nach unten, ne? Ne. Kommen wir bloß raus. Aber da geht es doch noch weiter nach unten. Oder irre ich mich jetzt? Wahrscheinlich werdet ihr euch jetzt denken, was zum Retard. Aber dann muss ich leben, wenn ihr zu böse zu mir seid. Nein, Spaß. Ich will diese scheiß Höhle erforschen. Warte mal, hier ging es doch. Das war das mit der Frau Pixie. Ging es aber auch nicht weiter, ne? Ne, aber bis die Wasserkasse. Genau. Steht hier.
Das sieht aber auch jede scheiß Abzweigung gleich aus, Mann. Das ist das Problem bei der Schatzhöhle. Gott, meine Freundin würde sich hier so verlaufen. Kuss und Liebe gehen raus, aber. Schatz, wenn du das siehst, wir wissen beide, dass es so wäre. Selbst mir geht es ja gerade so. Flugpunkte. Grundtempel. Rauschenden Höhlen. Ich will to be honest nochmal da anfangen, Leute. Es tut mir jetzt echt leid, wenn ich jetzt eure Zeit verschwende. Aber das ist jetzt gerade so meine. Mein spielerischer Ehrgeiz, sag ich es jetzt einfach mal so. Weil irgendwie. Es kann natürlich auch sein, dass es die andere Höhle ist und dass ich einfach bloß das Stückchen von der Höhle da sehe. Oh, hier ist noch ein TM. Nahkampf, das ist gut. Dass ich bloß das Stückchen von der Höhle da unten sehe. Aber. Ich will das jetzt wissen. Wenn ich doch nicht da unten reinkomme, dann fliegen wir zurück und fahren. Nach unten zum See und versuchen in die andere Höhle reinzukommen. Ja, Turtok, ich weiß, du hast irgendwelche. Warte mal. Cam? Ich kann ja meine Cam noch. Ich weiß halt noch rumgehen, aber ja, wir wollen sehen, was du für Pokémon hast. So. Seid ihr zufrieden? Nach oben. Okay, das ist eine Trap. Ich glaube, weiter nach unten geht's nicht. Das sieht bloß aus. Egal. Egal, wir fahren jetzt nach unten. Wenigstens sind Ladezeiten flott. Ja, der Tür. Uff, Kupfanti. Alter, was ist denn hier los? Und genau das meine ich. Ich meine das jetzt echt nicht böse. Aber es kann nicht sein, dass ein scheiß 3 Meter stehender Elefant 5 Meter vor mir aufploppt und ich da reinfahre. Es ist einfach. Nee, Leute. Jetzt bleibe ich schon am Rüssel hängen. Das ist so. Mein Gott, jetzt rot. Es ist auch gerade die kleinsten Pokémon, die sie da hingepackt haben, ey. Panzer. Ey, ich brauche schon Pokémon Go.
Ich werde jetzt nicht alles absuchen, ich gucke jetzt bloß, was hier spawnt und gut ist. Hanestro. Ach, Hanestro, auch so ein cooles Pokémon in Gen 7, ey. Kabuto. Hier unten sind haufenweise Fossilien. Rauschende Höhlen. Ist ein Lavita. Leute, ich glaube, wir sind hier auf der richtigen Spur. Kabuto? Keife. Aber Lucario gab es vorher schon. Oder? Ja, ne, Lucario gab es doch schon von Anfang an. In-game. Und Despotar, Lavitar, dachte ich. Riolu! Ach, du bist so süß, ich mache dich nicht kaputt. Nein, du bist so süß, ich mache dich nicht kaputt. Hab ein schönes Leben, Riolu. Okay, haust du rein. Ich glaube, das ist die andere Hälfte von der Höhle. Despotar? Ich glaube, wir sind hier einfach in der anderen Höhle. Schollenmeer. Okay. Haha, verarscht, Leute, ich gehe wieder rein. Ja, es ist kalt draußen. Okay, wir werden hier die nächsten Folgen wohl damit verbringen. Wie soll ich sagen? Einfach erstmal alles zu erkunden. Da ist das Lavitar von vorher gerade eben. Driudo. Wo war jetzt das Lucario, ne? Genau, da war ich gerade. Aber da hinten ist nicht die TM, wo ich hin will. Ich werde hier niemals rausfinden. Das Button. Da komme ich gerade. Das ist die andere Hälfte der Höhle. Boah, Leute! Nein, aber das hatte ich natürlich auch nicht. Du bist auch so süß. Es sind einfach viel zu viele coole Pokémon hier drin jetzt. Kaputops. Nein, ich will nicht in Zubat reinfahren.
Ah, da bin ich jetzt total dumm. Wo ging's raus zum Eisschollenmeer? Ich glaube nämlich, Bingo, hier ist noch eine zweite Höhle. Oh, Walreiser. Hahaha, so ging der ist dumm, der Junge. Nein, ist er nicht. 200 IQ Play. Also das Gebiet ist echt groß. Ne? Da gibt es jetzt echt mal überhaupt nichts zu meckern. Das Gebiet ist fucking groß. Hier ist der Tempel von denen. Regie-Elektro und Regie-Drache. Welche drei Wege gibt es denn hier? Es gibt doch bloß. Achso, denn in die Höhle rein, in den Tempel und dann raus aufs Meer. Okay. Brain. Richtiges Brain. Oh mein Gott! Hydropumpe, okay, das ist auch sehr, sehr nice. Okay, Leute, wir waren jetzt schon. Ach, da sind wir jetzt gerade. Drei Wege Pass waren wir. Rauschende Höhlen waren wir. So, der Giganten waren wir. Oater Friedhof. Ballseehöhle. Also wenn Traugr in der Ballseehöhle ist, ne? Und wir die ganze Zeit hier rumfahren, ohne dass wir das finden. Im vierten Teil, ne? Und das dann zum Schluss fangen, kommt das trotzdem mit aufs Thumbnail. Warte, Friedhof, verpasse gerade, ne? Das ist halt auch stunkel, ne? Es ist. Achso, du bist es. Ah, Nidoran. Oh mein Gott, ey. Das komischen Tetasen, Dudes. Ja, genau. Oh, da ist gerade meine Kamera ausgegangen. Ungünstig, wenn man. Eine Kamera hat, die mit Akku betrieben wird, Leute. Und man hat schon so einen Akku, der mit Strom geht, aber irgendwie hängt sich die Kamera immer auf. Das ist so unangenehm. Hier war die Höhle der Giganten, genau. Bett der Giganten.
Noch ein Regi-Tempel. Und vor allem, das Dumme ist, dass sich die scheiß Zoom immer so ein bisschen verstellt, wenn man den Akku wechselt. Und du bist kein Trattini. Oh, fast ins Feuer reingefahren. Wie komme ich denn jetzt da runter? Ach, ich muss übers Wasser. Oh! Also mein Leben. Fein, Hauptsache, wir gucken uns 2 Stunden lang das Gebiet an. Aber ich finde das doch gar nicht mal so dumm und uninteressant. Einfach um halt die Ausmaße des DLCs zu wissen. Und es ist echt schon groß. Also, ohne das jetzt schönreden zu wollen. Ihr wisst, ich bin kritisch. Was das angeht, ich bin jetzt nicht so der, der sagt, oh, geil, Pokémon. Oh, ist alles cool bei Pokémon. Gibt keine Kritikpunkte bei Pokémon. Sondern ich bin eher so der Meckerer. Oh, hau ab, Alter. Oh, hi. Ja, komm mit. Aber das ist echt schon groß, ne? Wir rennen jetzt, wie gesagt, 2 Stunden hier rum und haben noch nicht mal Trauguron gesehen. Wo haben wir? Ich will jetzt auch nicht groß rausfahren oder so. Ich will jetzt nichts triggern. So an Story-Sachen. Wir wissen ja, wir haben auch die 3 legendären Vögel vor uns. Ja, willst du mich da verarschen? Nein! Oh, nicht krass, ich bin weit vorn. Wahrscheinlich. Schreibt mir irgendwann schon jemand in Folge 2 in die Kommentare rein. Ja, Trauguron gibt's da und da, fahrt da und da hin. Und ich krieg's erst zum Schluss gecheckt, so. Nach dem Motto. Brain. Oh, ein großer T-Rex. Dieser Hund, der geht mir so auf die Nüsse. Trotz.
Hey Leute, ich krieg's nicht hin, ne? Würdet ihr euch eigentlich noch zum Schluss hier. Trauerwein zeigen. Aber ich glaube, es wird erst in den nächsten Folgen irgendwann so sein, dass wir uns einen Trauerwein leisten können. Es ist ein Voldi. Piss dich, du Töde. Ich habe nichts gegen den. Aber jetzt gerade ist der nervig. Weil ich jetzt gerade keinen Voldi suche. Ein Drachenbrudi. Gerados. Und zwar nur den einzig wahren Drachenbrudi. Wird einfach alles zu lachen, das kommt irgendwie Kommentar so nach dem Motto: Hey, Traugoran gibt's da und da, aber nur am Tag! Und stehen wir so: Ach, leck mich. Ich fahre jetzt einfach just for the lols zu dem Baum. Auch wenn ich damit wahrscheinlich irgendwas triggere, keine Ahnung. Vielleicht gibt es auch da unten Traugoran auf der kleinen Insel. Amorit. Vielleicht Trauberaum Party Hut hier. Hier ist ein Topf. Ja, ich weiß, dass da eine TM lag. Leute, ihr braucht es mir nicht in die Kommentare zu schreiben, ich hab's gesehen. Nee, Relikant. Hier schon drin? Ja, ist ja die Ballseehöhle. Ach, das ist praktisch der obere und untere Teil. Ich spare jetzt und dann forsche den Baum. Und dann machen wir Schluss für heute, je nachdem, was passiert. Also machen wir so Schluss für heute. Und vielleicht werde ich dann ominöserweise beim nächsten Mal einen Trauguran finden, weil ich mich informiere, wo es die gibt.
What the fuck? Wie nice war das denn bitte? Wie nice war das denn bitte? So ein, das ist so richtig billig gemacht, ey. Okay, leck mich. Wir finden auch in Folge 4 immer noch kein Traugoran. Traugoran ist lost und wanted. Haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal die drei legendären Vögel getriggert, die wir uns dann in den nächsten Episoden snacken werden. Eins ist auf der Rüstungsinsel, eins ist hier in dem Gebiet und eins ist in der Naturzone. Also werden wir uns erstmal das Arctos, Zapdos, also Arctos erstmal hier holen, dann Zapdos in der Naturzone und dann Labrador auf der Rüstungsinsel. Dazu aber in den nächsten Folgen mehr. Und vielleicht weiß ich bis dann, wo es Traugorans gibt. Ja, Abmoderation in der vierten Folge ist immer ganz cool. Deswegen war es jetzt von mir. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.